Vintage, was heißt das überhaupt? Viele verwechseln den Begriff mit Retro oder Secondhand, aber was die drei Begriffe genau bedeuten, das erkläre ich euch. Call me Bucky Nickers, lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How about a nigga rapping conscious, but he ignorant? How he from the hood, but still gon' go legitimate? How he fuck a bunch of bitches, but they still respect the women? He's the rolling, it's another. He just got the windows tinted. Homie stabbed me in the back, and that can never be forgiven. And my palms been itching, man. I like your superstition. Jordan Sneaker zum Beispiel sind Retros. Wenn du jetzt nicht gerade ein Original aus den 80er, 90er Jahren hast, dann ist es ein Retro-Modell, weil es ist neu produziert, aber es beruft sich auf die Vergangenheit, also auf einen Style von früher. Das gleiche gilt dann auch für Mitchell & Ness Trikots zum Beispiel bei der NBA und NFL und so weiter und so fort. Bitch, I get high. I ain't looking at the clock, still falling like rock. Yeah, I'm headed to the bus, then I'm ballin' like yeah. I ain't looking at the clock, still ballin' like bruh. Secondhand hingegen ist immer gebraucht, wie es der Name schon sagt, aus zweiter Hand. Und was es in so einem Laden alles gibt, das schauen wir uns jetzt hier mal in Bielefeld an. Damit kommen wir zur Königsdisziplin sozusagen, zum Thema Vintage. Vintage bezeichnet Mode, die ja, früher getragen wurde und die mindestens 10 bis 20, wenn nicht sogar 30 Jahre alt ist. Dabei ist es egal, ob das Neuware ist, also gar nicht getragene, oder tatsächlich gebrauchte Sachen. Der Begriff Vintage kommt eigentlich aus dem Weinbereich und bezeichnet einen besonders guten Jahrgang. Und ja, das macht auch irgendwo Sinn, denn im Bereich Vintage geht es nicht darum, halt einfach nur Secondhand-Mode anzubieten, sondern halt besonders gute Stücke eben rauszupicken. Das heißt, dass die meisten Shops kuratiert sind, das heißt, da wird nicht einfach alles reingepackt, sondern hand ausgewählt erlesene Stücke kommen eben dort in die Shops und nennen sich dann Vintage. Und genau das ist es, was ich für meinen Shop möchte. Ausgewählte Ware und nicht so ein Standardbrei. Nicht ein Riesenhaufen von irgendwelchen Nike-Sweatshirts, ohne dass dann halt irgendwelche Teams drauf sind, sodass man da nach den Jerseys irgendwie stundenlang suchen muss, sondern ja, richtig coole Pieces halt.
Ich will, dass man richtig viel Auswahl hat. Und vor allem will ich halt die Originale haben. Ich will die Bulls-Sweater aus den 90ern haben. Ich will die Jerseys aus den 90ern haben von Champion. Und auch wenn ich die Remakes von Mitchell & Ness, von den ganzen Jerseys, sehr, sehr gerne mag. Ich möchte nicht Retro, sondern ich möchte einen Vintage-Store haben. Und am Ende des Tages ist das Besondere an Vintage ja auch, dass jedes Stück seine eigene Geschichte hat. Wenn ich hier einen Sweater habe, der irgendwie 20, 30, 40 Jahre alt ist, der hat ein bisschen was auf dem Buckel und der sieht vielleicht auch nicht perfekt aus. Aber genau diese Makel, die machen es am Ende aus, wenn er halt so ein bisschen ausgeblichen ist und so. Und bei Jerseys ist es genauso. Wenn dann quasi der Aufdruck so ein bisschen abblättert, das hat durchaus seinen Reiz. Und dementsprechend finde ich, ist das halt auch etwas, was in Richtung Nachhaltigkeit ein sehr, sehr positives Beispiel ist, nämlich dass man seine Klamotten halt nicht sofort wegwirft und nicht nur Neues konsumiert im Bereich Fast Fashion, sondern dass man halt eben Kleidungsstücken auch eine zweite Chance gibt und sie halt eben sehr, sehr lange trägt, weil vor allem die Kleidungsstücke aus den 90er Jahren und davor halt noch wirklich gute Qualität hatten. Gegen Retro oder Secondhand ist ja auch nichts zu sagen. Der Laden, in dem ich vorhin war, Used in Bielefeld, check den auf jeden Fall mal aus. Der hat ja eine große Bandbreite an Klamotten. Das meiste ist halt klassisches Secondhand-Zeug, aber auch Vintage-Sachen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung so. Und auch wenn der Fokus von dem Laden, wie bei den allermeisten Secondhand-Läden, eben nicht auf Sport liegt, so haben wir hier trotzdem ein schönes Miami Hurricanes Cap gefunden als Snapback, so ein klassisches Snapback, was so ein bisschen labberig ist vorne, aber trotzdem fest. Ich liebe dieses Logo hier von den Hurricanes, die Farben natürlich ein bisschen wild, aber sonst sehr, sehr cooles Ding. Außerdem habe ich zwei Champion Jerseys mitgenommen, einmal hier von Champion USA in der Größe Medium von Penny Hardaway, zwar ohne Tag unten, aber trotzdem sehr, sehr gut in Schuss. Europäische Version heißt hier alles eingefärbt. Und die Nummer 6, Penny Hardaway, einer der geilsten Zocker, wenn er sich eben nicht verletzt hätte. Und passend dazu auch noch ein Team USA, aber als US-Version. Und zwar mit der Nummer 7 in Größe 48, entspricht also einer L bzw. XL. Und hier haben wir David Robinson, den Admiral. Ja, gar nicht mal so schlecht als Ausbeute für einen normalen Vintage-Shop. Aber wenn man im Bereich Sportswear, US-Sport unterwegs ist, ja, dann hat man sehr spezielle Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse könnt ihr demnächst natürlich bei mir im Shop erfüllen. Wenn es losgeht, sage ich euch Bescheid, wenn ihr hier abonniert habt und die Glocke gedrückt habt, dann wisst ihr auf jeden Fall als erstes Bescheid. Lasst dem Video gerne einen Like da, besucht mich auf Instagram und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Und ciao. Bitch, I get high. I ain't looking at the clock, still ballin' like Brian. Yeah, I'm headed to the Bucks, then I'm ballin' like y'all.